Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 5. März. Wir nähern uns einem wichtigen Entscheidungstag, nämlich hier dem EZB-Event, EZB-Zinssitzung heute. Grundsätzlich Anleihekäufe ja seit März möglich. Man darf gespannt sein, was hier noch für Statements über den Ticker laufen. Grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass es vielleicht die ein oder andere Information gibt, die den Markt hier beflügeln kann, beflügeln wird. Grundsätzlich ist es jedoch so, dass wir neben dem heutigen EZB-Event auch morgen noch den wichtigen Tag da haben. Jetzt bin ich, glaube ich, besser zu hören. Genau. Also nochmal Hallo an dieser Stelle zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 5. März, hier bei Gutmore TV, beziehungsweise beim JFD-Devisenradar von Gutmore TV. Und wir wollen uns heute dem Markt zuwenden, der sehr, sehr interessant sein dürfte, eben im Vorfeld des EZB-Entscheids bzw. der heute anstehenden Zinssitzung, des Zinssitzungstermins der Pressekonferenz. Und das dürfte unter Umständen auch tatsächlich für Bewegungen im weiteren Tagesverlauf sorgen. Auch wenn klar ist, die Anleihekäufe sind ja fixiert, grundsätzlich da eigentlich keine Überraschung möglich, aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Hintergrundinformation bezüglich eben hier der weiteren Vorgehensweise der EZB. Grundsätzlich spannend. Morgen auch dann noch die Non-Farm Payrolls. Wir werden überdies hier heute sowie auch morgen natürlich eine Live-Sendung schalten zu den jeweiligen Terminen, um den Markt eben hautnah zu analysieren. Einerseits währungstechnisch, andererseits dann auch ganz klar unter dem Gesichtspunkt der Indizes. Also hier JFD Live Trading TV ruhig einschalten am heutigen frühen Nachmittag, Schrägstrich dann morgen zum oder zu den Non-Farm Payrolls. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Heute, wie gesagt, jetzt erstmal den Rainbow oder die Rainbows wollen wir uns jetzt mal hier in den Fokus nehmen, um mal abzuwägen, was für Intraday-Chancen, Tendenzen denn hier sich sozusagen am Horizont abzeichnen, beziehungsweise was denn rein technisch möglich ist, wenn wir uns hier die Bewegungsimpulse anschauen aus dem M15 heraus, also hier die Übersicht des M15. Und da sehen wir hier ganz klar strukturierte Rainbow-Tendenzen, einerseits bei vielen Paaren, die in US-Dollar gehandelt werden, wie Euro-US-Dollar, Britisch Pfund US-Dollar und dergleichen. Was interessant ist, dass der Euro hier mit seinem neuen, ja, Mehrjahrestief gestern erst markiert, hier eine sehr, sehr saubere Rainbow-Struktur aufweist, sowohl im M15 als auch jetzt hier zuletzt wieder im H1. Wir hatten ja hier im Februar, und das sehen Sie sehr schön anhand dieser Rainbow-Struktur im M15, dass es hier eine relativ unklare Entwicklung gab, also hier der Markt sich nicht ganz schlüssig war, ob es nun hier Richtung Norden geht in Sachen Erholung oder Süden. Das Ganze löste sich dann hier jetzt eben unlängst auf. Wir haben hier einen sehr, sehr starken Impuls gesehen und hier in Rainbow-Manier immer wieder sehr, sehr schöne Abwärtsimpulse generiert. Man darf gespannt sein, wie das dann heute noch weiter ausgeht. Der Euro gegenüber dem US-Dollar selbst jetzt hier im M15 56 Pips gelaufen, sehen wir hier sehr schön an der heutigen Tageskerze bislang. Hier auch vom H1 bis zum M15 runter eine sehr, sehr saubere Struktur, eine sehr, sehr saubere Abwärtsstruktur, die eben hier grundsätzlich weitere Verluste zulässt. Wir sind allerdings noch, und das ist immer das, was ich beim Rainbow immer sehr, sehr gerne in den Fokus nehme, hier in der Asia-Range noch drin, also die Handelssession von der Nacht hier im asiatisch-pazifischen Raum ist noch nicht unterschritten bzw. überwunden worden. Und das sind doch schon immer wichtige Signale für eine mögliche Trendentwicklung. Innerhalb der Asia-Range herrscht für mich grundsätzlich das Credo, dass der Markt in einer gewissen Art und Weise unsicher ist. Ob es jetzt hier eben weitere Impulse gibt, brechen wir nach unten raus, dann hat sich sozusagen die Münze in Richtung einer klaren Tendenz stillgelegt, beziehungsweise eine klare Richtungsentscheidung wurde getroffen, und dann ist es hier nach Range möglich, dass dann weitere Ziele auf der Südseite abgearbeitet werden. Kommt es natürlich hier zu einem Ausbruch über der Asia Range, dann würde sich hier unter Umständen ein Gegenlauf in den Rainbow hinein erschließen, der dann auch, hier sehen wir den Pivot Point heute bei 1,11,08, 0,10 roundabout. Hier genau in diesem Bereich könnte sich dann sozusagen ein neuer Richtungswechsel ergeben, wenn Euro-US-Dollar hier rauszieht. Gerade beim EZB-Event heute kann natürlich viel passieren. Sich hier vor den News aufzustellen, ist immer in einer gewissen Art und Weise Casino-Trading. Dennoch, rein Trend folgen, müssten wir weitere Tiefs sehen, insbesondere wenn wir sogar schon im Vorfeld hier ein neues Tagestief machen, hier unterhalb des Niveaus von 1,10,26. Das
würde bedeuten, wenn wir hier drunter gehen, dass wir dann im Umkehrschluss weitere Tiefs machen könnten und innerhalb der Daily Range im Overall View bzw. im 20-Tage-Schnitt sehen wir, dass wir hier rund 85 Pips zu erwarten haben, also 30 Pips sind hier durchaus denkbar, wenngleich natürlich der Eventtag, EZB-Eventtag, auch durchaus gesegnet sein kann mit hier einer Range von 200, 300, 400 Pips, wenn es mal richtig durchknallt. Also insofern mal abwarten, was da hier passiert. Wir haben auf der anderen Seite das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, das sich hier auch gestern sehr, sehr schwach zeigte. Auch hier sind wir noch innerhalb der Asia-Range. Es tut sich hier sozusagen noch nicht wirklich viel. Auch hier 41 Pips bislang gelaufen. 88, Schrägstrich rund 85 Pips. Auch hier der Durchschnitt im Credo. Also durchaus mal hier nochmal abwarten, was der Tag hier noch sozusagen da bietet. Ausbruch der Asia-Range, wie gesagt, würde ich auch hier begrüßen. Und da wären wir eben Tageshoch, Tagestief, sehen Sie hier Low 1,5224 und 25 und Hoch 1,5266. Da müssen wir drüber bzw. runter. Und dann wird es wohl weitergehen. Wir sehen hier so einen gewissen Gegenlauf aktuell. Der Markt ist, wie gesagt, in der Range aktiv und das bedeutet erstmal begutachten. Schauen wir auf den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Hier läuft auch schon ein kleiner Long Trade aus dem M5 allerdings heraus. Wir sehen hier schon eine gewisse bessere Struktur im M15, denn wir haben hier einerseits die Asia-Range schon klar verlassen nach oben. Andererseits ist es so, dass wir hier jetzt so ein bisschen mangelnden Drive aufweisen. Einen kleinen Teilverkauf habe ich schon vollzogen, da mir hier nach Entry und der erfolgte schon vor einigen Minuten der Druck nach oben so ein bisschen fehlte. Und wir sehen auch hier herrscht derzeit so ein bisschen mangelnde Ausbruchsdynamik. Tatsache ist aber, der Rainbow ist sehr, sehr positiv strukturiert. Trendbewegung also intakt. Gestriges Hoch liegt unmittelbar voraus. Wir haben 46 Pips zurückgelegt. Auch hier, naja, im Schnitt rund 75 Pips zu erwarten. Also hier dürften auch noch 30 Pips nach oben möglich sein. Und was schön ist, das hatten wir auch heute im JFD Desktop schon gezeigt, ist hier praktisch die positiv einhergehende Fuzzy-Logik. Hier beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Zeigt also nach oben insofern hier ein Bild, eine Symmetrie, die hier mit dem Trend sozusagen einhergeht. Im Sinne dessen, dass man hier durchaus neue Tageshochs erwarten darf. Beim Euro-US-Dollar sieht sich oder zeigt sich das ganz anders. Hier wird sogar ein Tief unterhalb von 1,10 in Aussicht gestellt, allerdings mit einer relativ übersichtlichen Schwankungsbreite. Insofern muss man mal sehen, ob das wirklich hier zutreffen wird. Denn wie gesagt, News-Tage sind für die FTSE-Logik eher schwierige Tage, da das, und das wissen Sie selber sehr gut, immer wieder zu überraschenden Bewegungen führen kann, die der Markt dann hier mehr oder weniger mit überraschenden Impulsen sozusagen kontert und das lässt sich rein statistisch äußerst schwierig einfangen. Nichtsdestotrotz sieht das Setup hier schon mal gut aus. Das Risiko wurde schon ein bisschen reduziert und jetzt muss man einfach abwarten, ob der Markt eben nach oben aus rausziehen kann oder nicht. Euro-Yen, auch interessant, Sie sehen die fallende Rainbow-Struktur. Hier dürfte man sich auch durchaus langsam aber sicher darauf einstellen, dass, jetzt warten wir mal ab, was hier passiert, dass es auch hier zu neuen Tagestiefs kommen könnte. Das Bild gleicht dem Euro-US-Dollar, auch dem British Pfund-US-Dollar, also hier bei Unterschreitung bzw. Generierung neuer Tiefs, insbesondere weil wir auch jetzt hier unter dem gestrigen Tief uns festsetzen, wäre hier tendenziell eine weitere Abwärtsbewegung möglich, die auch hier von der Range noch erhebliches Potenzial zulässt. Gute 50 Pips könnten hier noch erfolgen, doch wie gesagt, Obacht, hier steckt der Euro drin. Das kann also am Nachmittag hier durchaus sehr turbulent werden. Wir werden das alles nochmal in die Beschau nehmen beim JFD Live Trading TV. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Handelstag. Wir hören uns später wieder, wenn Sie mögen natürlich. Und in dem Zusammenhang bis bald, Ihr Christian Kemmerer.